das berühmte erste Präludium aus der ersten Suite für Violoncello Solo von Johann Sebastian Bach. Rezeption. Ich war überrascht, ich kenne die Leute ja seit vielen Jahren. War jemand anders da, habe ich natürlich meinen Friseur gleich gefragt und gesagt, wer ist denn die nette Dame an der Rezeption, die so freundlich ist? Und er sagt, du wirst es nicht glauben, das ist eine Cellistin und die kommt auch noch aus Japan gerade irgendwie. Hat er die halbe Geschichte erzählt, aber nur die halbe, und es stimmt tatsächlich, du bist natürlich keine Rezeptionistin. Genau, ja, also wie das stimmt. Wie hat sich dahin verschlagen? Ja, ich glaube, die Corona-Krise und der Shutdown, der hat natürlich uns Musiker wirklich in eine Passivität versetzt, und von heute auf morgen saß man einfach nur noch zu Hause, man konnte nicht mehr raus, man durfte nicht mehr arbeiten. Also ich bin ja vor allem auch hauptsächlich jetzt Dirigentin, und als Dirigentin ist man umso mehr mit vielen Menschen zusammen, und ja, es ist dann von heute auf morgen wieder alles abgesagt, mein ganzer Kalender bis September, einfach alles abgesagt. Und große Sachen. Ja, ich habe, ich hatte ein tolles Projekt, also zwei Projekte bei den Stuttgarter Philharmonikern. Wir haben bis zur Generalprobe geprobt, und dann nach der Generalprobe hieß es, ja, es tut uns leid, ab morgen das Orchester aufgelöst, alle gehen heim und wir wissen nicht, wann wir wieder spielen können. Also es ist mein Stolz, dass ich die letzte Probe vor der Corona-Krise geleitet habe. Aber es war dann schon irgendwie wirklich komisch, aus so einem ganz beschäftigten künstlerischen Modus heraus komplett nichts zu haben. Und es ergab sich dann so, also den Alexander Jaschko kenne ich vom... Ich war dort selber immer Klientin, also ich habe mir dort immer die Haare schneiden lassen, seitdem ich 16 bin. Und ich habe ihn im Park getroffen und haben so geredet. Ich habe gesagt, ich habe nichts zu tun, es gibt nichts, ich muss mir jetzt einen Job suchen. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn du willst, bei uns, wir suchen noch eine Rezeptionistin, wie wäre das? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich
bin dabei, mache ich mal was anderes. Und ja, seit Montag letzter Woche, wo die Friseure wieder aufmachen durften, bin ich jetzt Rezeptionistin. Aber du hast doch nicht gespielt im Salon, oder? Nee, aber die Idee hast, glaube ich, jetzt du ihm in den Kopf gesetzt, dass wir das, was wir jetzt hier machen, auch mal im Salon machen können. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt eine Reihe Salonkonzerte initiieren können. Wir müssen sehr kreativ sein. Erzähl noch was, wie es mit Japan auf sich hat. Das stimmt ja. Irgendwie hat er erzählt, er war dann ganz stolz auf seine Rezeptionistin und hat erzählt, Professorin und Japan und so. Ich habe es erst gar nicht verstanden, aber du kannst ja erzählen. Ja, also ich habe erst nach der Schule habe ich Cello studiert und ich bin dann nach meinem Masterstudium nach Japan gegangen, in den Norden von Japan nach Hokkaido. Also die Hauptstadt dort ist Sapporo, die kennt man noch von den Olympischen Winterspielen. Genau. Und dort habe ich an der Universität gearbeitet, in der Musikabteilung und habe die Cello-Klasse geleitet. Auf Japanisch? Ja, also ich bin natürlich ohne Japanisch hin, aber ich habe dann gemerkt, meine Studenten verstehen mich auf Englisch überhaupt nicht und ich muss wirklich dringend Japanisch lernen. Und dann habe ich wirklich in Windeseile Japanisch gelernt. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich hatte eben auch einen Bezug zu Japan, Interesse. Ich habe das Land sofort geschätzt und geliebt und die Kultur und meine Studenten und wollte dann auch das lernen. Und ja. Also ich habe einen Kollegen, der hat, glaube ich, fast 20 Jahre in Japan gelebt, immer auch Germanist, Literaturprofessor in Tokio. Der ist da mit seiner Familie hin. Das ist eine ganz sprachbegabte Familie. Die sprechen alle Spanisch und was weiß ich, wie viele Sprachen. Und er hat es nie gelernt. Er hat gesagt, er würde das nicht schaffen, es geht nicht. Er hat immer gesagt, es geht nicht. Ich kann es nachvollziehen. Man muss sich wirklich anstrengen, weil das einfach eine ganz andere Denkweise dahinter stehen. Das ist irgendwo eine visuelle Sprache, die von dieser Schrift, von dieser Zeichenschrift, die für uns einfach auch so unglaublich kompliziert ist, so geprägt ist. Man kann das nicht so übers Ohr einfach aufnehmen. Also ich habe auch in Italien gelebt zum Beispiel und da habe ich einfach mal 2 Monate Kurs gemacht und den Rest habe ich so gelernt übers Lesen und so, und weil ich auch Latein hatte in der Schule. Aber mit Japanisch geht es wirklich nicht, da muss man sich einfach hinsetzen. Ich habe wirklich mehrere Jahre, ich habe 3 Jahre eigentlich täglich Japanisch gelernt. So. Und jetzt geht's? Also, ja. Kannst du gut behalten? Ja, das, ich habe dann auch sofort auf Japanisch unterrichtet und ich bin auch an der Universität dann Beamtin. Also ich wurde dann fest angestellt, glaube ich auch nur dadurch, weil ich wirklich schreiben und lesen und eben auch sprechen konnte. Sonst kann man in dem Team einfach nicht mitarbeiten. Das geht gar nicht. Ja, das ist mein Stolz. Und dann nach 10 Jahren zurück und nochmal wieder von vorne angefangen, ja, so ein bisschen, oder? Ja, das stimmt. Also ich habe ja dann angefangen zu dirigieren. Ich habe dann auch in Japan, hatte ich auch Unterricht beim ganz tollen Lehrer in Tokio. Und ich habe dort in Sapporo, also an der Universität mit jungen Musikern, habe ich ein Orchester gegründet, die Young Hokkaido Philharmonie. Genau, und wir spielen das dann nachher noch ein. Oh ja, ihr dürft gerne den Teil, genau, irgendwas Kleines von uns zeigen, was wir dort gespielt haben. Und ja, ich habe einfach dann bald gemerkt, dass es das ist, was ich jetzt machen möchte in der Zukunft, und habe dann aber auch gemerkt, dass man eben dirigieren nicht nur einfach machen kann, dass man da wirklich, dass ich da nochmal eine ganz solide, gute technische Ausbildung haben möchte. Und dann habe ich mich entschlossen, zurückzukommen und dort alles aufzugeben. Und habe mich hier für einen Studienplatz beworben in Stuttgart an der Hochschule und habe den bekommen. Und ich habe einen ganz wunderbaren, fantastischen Professor, den ich über alles schätze. Und ich bin froh, dass ich diese 2 Jahre Studium gemacht habe. Ich bin gerade jetzt im Februar fertig geworden. Und dann hätte es losgehen sollen, oder? Ja, und dann hätte es losgehen können. Und mein Kalender war wirklich unglaublich gefüllt, so wie man sich es erträumt. Ja, also eins nach dem anderen eigentlich bis September. So wie das, ja, also viele Sachen auch in Heidenheim, die Opernfestspiele sind auch jetzt abgesagt worden. Dann, ich wollte jetzt ab April das Nuttinger Kammerorchester übernehmen. Und also ich übernehme das auch, aber wir konnten halt noch nicht anfangen und wir haben jetzt erstmal auch bis Sommer die Proben abgesagt. Tatsächlich. Ja, also man
also wir hätten ein Konzert im Juli gehabt, aber wir glauben nicht, dass das stattfinden kann. Ja. Und wie macht ihr das jetzt im Moment? Jetzt übt jeder zu Hause oder habt ihr auch schon mal so über Zoom irgendwie Quartettspielen geübt oder mit Abstand? Oder? Also das gemeinsame Musizieren, das geht nur live. Das ist leider so. Das muss man einfach sagen. Wir hatten ja neulich mal dieses, wie hieß dieses internationale Pop-Hilfskonzert für Corona, wo die Leute sich dann auch zusammengeschaltet haben, die Rolling Stones in ihren scheußlichen Wohnungen. Das hat dann aber auch entsprechend geklungen. Das hat nicht besonders funktioniert, das muss man ehrlich sagen. Und Klassik funktioniert überhaupt nicht. Ja, also das wird bei uns jetzt aber auch gemacht, dass sozusagen Sachen einfach zusammengebastelt werden. Also dann, dass 40 Musiker oder ein ganzes Orchester spielt ein Werk und dann in einem gewissen Tempo und dann kann man das schon irgendwie so zusammenschneiden oder Chöre, die dann singen, so auch über die ganze Welt verstreut. Das ist ein technisches Experiment und das ist auch eine gute Idee. Ich finde das auch immer, ich höre mir das auch gerne an, aber das ist natürlich jetzt nicht Musik und so kann man natürlich keine Oper oder kein Konzert aufhören, das ist schon klar. Ich habe aber ein Projekt, was ich glaube, was jetzt gerade in dieser Zeit gut entstehen kann. Ich habe eine Gruppe, wir wollen, das hatten wir eigentlich schon vor dieser Krise vor, von 10 Musikern, wir wollen, es gibt sinfonische Literatur arrangiert für eine kammermusikalische Besetzung. Mhm. Und da möchten wir jetzt anfangen, erstmal mit 3-4 Musikern proben und immer wenn wir dürfen, in der Maximalbesetzung, dass wir dann immer noch Instrumente dazu nehmen. Und insgesamt sind wir 10, also ich denke, das können wir bestimmt dann ab Juni, Juli wieder dann auch voll proben. Und da werden wir jetzt zum Beispiel Bruckners 7. Sinfonie, gibt es reduziert, arrangiert von Hans Eisler. Mhm. Und eine ganz tolle Bearbeitung und da freue ich mich, dass wir dann jetzt endlich bald wieder anfangen können zu proben, auch wenn es ganz, ganz, ganz klein ist. Und damit man trainiert bleibt, jeder probt zu Hause, muss man eigentlich beim Dirigieren auch üben sozusagen, wie man Instrumente übt? Also ich glaube, also ich weiß nicht, ob man jetzt da irgendwie so vorm Spiegel üben sollte, also ich bin da nicht so der Typ, aber was bei uns natürlich immer ist, ist diese Vorbereitung, dass wir Werke studieren und dass wir sie lernen. Und da muss ich auch sagen, dass diese Zeit jetzt toll war, mal auch Literatur, mit der man sich noch nicht beschäftigt hat, da ein bisschen reinzugehen. Also ich habe jetzt wirklich gerade mir mal Bruckner noch mal genau angeschaut. Mhm. Es ist nicht so, dass ich den nicht kannte, aber wirklich noch mal diese komplexen 9 Symphonien bzw. 10 Symphonien sich noch mal wirklich durchzuarbeiten, anzuhören und dieses ganze Lebenswerk. Also das war für mich jetzt eine gute Gelegenheit. Zwischen Friseur und ja, und das ist ja schon ein buntes Leben. Und du hast Angelo auch mitgebracht. Ja. Also wir machen jetzt vielleicht mal mit dem Gespräch, wir setzen einen Punkt, damit wir noch ein bisschen was von dir hören. Wir bauen den Tisch ab und dann geht's los. Schade, dass es heute so kalt ist und draußen niemand steht und zuhört, aber wer weiß, wir gespielt haben. Vielleicht noch ein paar. Vielen Dank. Vielleicht kommt schon mal jemand im Internet und hört sich an. Genau. So. Genau. Aber schon mal für das Gespräch vielen Dank und für das andere bedanke ich mich nachher noch und zum Wohl. Ja, du hast gesagt, man muss hier Wein trinken. Ja, ich genau, kann ja nicht mehr anstoßen. Anstoßen geht. Genau. Damit auch alle sehen, dass es... So, vielen Dank. Genau, dann spiele ich als Zugabe den berühmten Schwan von Camille Saint-Saëns. Ah, den habe ich mir gewünscht. Das war's. Das war's, genau. Das ist das Stück, was jeder kennt. Eigentlich müsste da das Klavier mitspielen, aber da wir ja in Isolation leben. Ich kann das Klavier holen, ich begleite. Besser nicht. Der spielt nur die Cello-Stimme. Aber es ist trotzdem schön. Ja. Thank you.
Applaus.